Es macht Spaß. Es ist wie ein Traum, echt wie ein Traum. Komme nicht in Versuchung, sondern erlöse mich mit einem Campingplatz. Campingplatz ausgebucht. Ja. Auf ca. 3 Kilometer Länge schwieriger Streckenabschnitt. Radfahren mit Gepäck gegebenenfalls absteigen. Ui. Ja, guten Morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Tag 3, auf dem Bodensee-Königssee-Radweg. Ich bin jetzt auf dem Campingplatz Richterbichel, wie das heißt. Ach, ich kann mir das nicht alles merken. Es hat zwar heute Nacht nicht geregnet, aber das Zelt ist richtig nass. Durch das Kondensat habe ich jetzt hier mal aufgehängt, das Außenzelt, und lasse es nochmal trocknen. Ich habe gestern nochmal Wäsche gewaschen. Und mein Akku und meine Akkus liegen noch unten in der Rezeption. Ja, ich habe mir heute Morgen extra einen Wecker gestellt um 7 Uhr. Um 7:30 macht die Rezeption auf. Da wollte ich mal den anderen Akku anklemmen. Und dann hoffe ich, dass mir der Campingplatz Schliersee geantwortet hat. Der liegt 120 Kilometer entfernt. Und in der Nähe ist da auch nichts anderes. Und hoffe, dass sie mich heute Abend da aufnehmen. So, jetzt trinke ich erstmal einen Kaffee und gehe mal zur Rezeption runter, tausche den Akku. Heute gehe ich nicht ins Wasser, ich hatte gestern Abend noch gebadet. Ja, hier steht wieder meine Tasche mit den Akkus. Ich tausche wieder mal aus. Ja, heute gibt's Kaffee mit Magnesium. Ja, heute Nacht habe ich ganz schön gefroren im Sommerschlafsack mit Komforttemperatur von 15 Grad. Ich weiß, es waren bestimmt 7, 8, 9. Ich weiß nicht, es war schon kalt. Ich habe dann irgendwann die Jacke angezogen. Ich hätte mir den anderen Schlafsack gewünscht, aber ich habe es überstanden. Ich denke mal, ich werde es weiterhin überstehen. Ja. Ja, während ich hier gemütlich meinen Kaffee trinke, kam gerade eine Nachricht rein von der DB Streckenmanagement App, dass mein Zug verspätet ist. Das ist eine Woche jetzt her. Inzwischen scheinen die Server wieder zu funktionieren. Die sind so verpeilt, die Jungs da. Jetzt kurz vor 9:30 und ich verabschiede mich mal jetzt von den Hühnern. Ciao, Hühner. Die Meerschweinchen scheinen ein bisschen schüchtern zu sein. Oder so lang zu schlafen wie ich sonst. Ja, war ein schöner Platz, also hat mir sehr gut gefallen. Sanitäranlagen waren okay, waren im Keller, aber waren sauber, ausreichende Zahl vorhanden. So, jetzt mal über die Straße und dann geht's weiter. Ja, ich habe gerade noch mal den kleinen Akku aus dem Gastraum rausgeholt, den hatte ich noch mal zum Aufladen. Von 7:30 bis jetzt 8:55. Dort noch mal angesteckt. Ist eigentlich ganz voll. Ich schätze mal, er wird so auf die 90% kommen. Aber es reicht für heute auf jeden Fall. Und habe mir heute mal was Weißes angezogen. Ja, damit es nicht so warm wird. Ja, der Kran steht noch. Ja, hier geht's hoch. Gleich mal zum Warmwerden. Hier geht's nicht hoch. Schon das erste Mal verfahren. Eine Hand wenden. Geht's nochmal zurück. Ich glaube, hier geht es an der Straße entlang. Ja, zur Klarstellung, das ist nicht Bestandteil des Bodensee-Königssee-Radwegs. Ich habe hier nur einen Zwischenabstecher zu dem Campingplatz gemacht. Campingplatz Richterbichel. Jetzt komme ich hier wieder an diesem Weiher vorbei. So ein paar Wohnmobilstellplätze sind. Mit Dixie-Klo.
So, die haben sich auch wieder fein gemacht und waren beim Schmied. Ja, welches Adjektiv nehme ich heute mal? Teletubby-mäßig. Diese Hügelchen hier. Ach, ist das herrlich. Leute, macht das. Macht sowas. Aber guck, dass das Wetter gut ist. Ich habe so ein Glück. Ja, was habe ich eigentlich vor für die, die später zugeschaltet haben? Ja, ich fahre den Bodensee-Königssee-Radweg. Ja, kann man auch im Titel lesen. Bin jetzt den dritten Tag auf dem Bodensee-Königssee-Radweg. Bin aber schon den siebten Tag jetzt oder sechsten unterwegs. Und ja, dann geht es zum Königssee auf jeden Fall. Danach geht es weiter Richtung Salzburg. Und dann wollte ich noch die Alpe Adria fahren. Aber nicht komplett. Das werde ich zeitlich nicht schaffen. So viel Urlaub habe ich nicht eingereicht. Ach, hätte ich mal machen sollen. Und werde ab Villach, das ist kurz vor Italien, mit dem Zug wieder zurückfahren. Mit dem Zug, das heißt, bis München habe ich gebucht mit Fahrradmitnahme. Und von München am 21.08.2022 dann nach Hamburg zurück. Am nächsten Tag darf ich dann auch schon wieder arbeiten. So sieht's aus. Muss ich aber auch langweilen, oder? Oder guck das, was so alles hier vorbeifährt. Ist vielleicht auch gar nicht so unspannend. Vier Radler sind mir gerade entgegengekommen. Oh, die überholt habe ich auch schon einige. Ich weiß jetzt nicht, ob ich schon auf dem Bodensee-Königssee-Radweg wieder bin. Ich glaube nicht. Ist keine Lust nachzugucken. Aber ich werde informieren, wenn ich das erste Schild wieder sehe. Ja, 13,4 Kilometer bin ich gefahren innerhalb von 35 Minuten. Lief ganz gut bisher. Jetzt habe ich hier einen Brunnen entdeckt. Trink noch was. Ich habe Wasser dabei, aber ich wollte es mal probieren, wie es schmeckt. Oh, köstlich, wirklich gut. Sehr gut. Gar nicht groß hinsetzen, weiterfahren. Sonst kriege ich meinen Hintern wieder nicht hoch. Ja, 12 Kilometer in Oberammergau. Das passt doch perfekt, um dort ein Frühstück zu mir zu nehmen. Noch habe ich gar keinen Hunger. Mal schauen, ob ich überhaupt da durchkomme. Weiß ich gar nicht. Zumindest streife ich Oberammergau. Oberammergau. Aber ich finde es faszinierend, von Ort zu Ort zu reisen. Also nicht nur Tagestouren zu machen und abends wieder dort zu landen, wo man gestartet ist, sondern wirklich so voranzukommen. Die letzten vergangenen Tage, die kommen mir schon so weit weg vor. Als ich mich mit Patrick getroffen habe, ja okay, vorgestern. Aber als ich bei Rainer geklingelt habe, das kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Ja, und so entferne ich mich gedanklich, mental, total von meinem Alltag. Das macht so den Kopf frei. Ich bin gerade durch Altenau durch, kleines Dörfchen. Und das erinnert mich an meine Horrorzugfahrt mit der Deutschen Bahn. An den Zug in Altona, in Hamburg-Altona, der komplett ausgefallen war. Folgende Situation, ich komme hier nicht weiter. Und meine Fahrradmitnahme futsch war. Ja Gott, siehe Teil 0. Ja, das wird Teil 0 ist keine wirkliche Radreise, sondern eher meine Anreise. Ich habe hier eine super Abfahrt durch Bad Kohlgrub mit ungefähr 50 km/h. Mein Navi kam kaum noch hinterher anzusagen. Und ich habe hier eine E-Bike-Ladestation gesehen. Also Bad Kohlgrub in der Nähe vom Edeka. Ging es gerade mächtig bergab. Wahnsinn. So war ich heute Morgen schon mal ordentlich Kilometer.
Ein bisschen Gravel ist auch dabei. Ein bisschen Schotter ist auch dabei. So, machen wir eine kleine Pause, eine kleine Trinkpause. Wie immer, zu essen habe ich ja noch nichts. Ich will gleich mal gucken, an welchen Ort ich gleich komme. Ja, ich hätte gerade in Bad Kohlkrupp was kaufen können, aber das war mir doch ein bisschen zu früh. Ja, bin jetzt 26 Kilometer gefahren. Es ging sehr viel bergab. Ja, und hier sind noch einige, die so ein bisschen orientierungslos sind. Aber letztendlich haben sie doch den richtigen Weg gefunden. So, weiter geht's. Nur kurze Pause gemacht, 5 Minuten. Und hab gerade mal geschaut. Das nächstgrößere wäre dann Kochel am See. Ja, und komm noch durch ein paar kleinere Dörfer. Also denke ich, ich muss nehmen, was kommt, an Bäckereien. Ja, ich bin gerade hier den Weg runtergekommen und habe die beiden getroffen, Hansi und Sabine. Genau, und hatten Probleme mit ihrer Sattelstütze und habe ihnen kurz meinen Imbusschlüssel ausgeliehen. Jawohl. Vielen herzlichen Dank nochmal. Ja, gerne. Man hilft doch gerne mal. Okay, dann geht's mal weiter. Viel Spaß. Ja, die Fahrt kann für die beiden auch weitergehen. Was frühstücken. Genau. Fast hätte ich diesen Dorfladen übersehen und bin mal kurz umgekehrt. Ich habe erstmal hier super Frühstück zu mir genommen. Mit 8,55 Euro war ich dabei. Ja, war eine gute Entscheidung, hier anzuhalten. So, ziehe ich noch meinen Kaffee aus und dann geht's weiter. Voll gefressen. Geht's jetzt endlich weiter? Oh, ich habe zu viel gegessen. Da waren die Augen wieder größer als der Hunger. Aber ist in Ordnung. Ich krieg das schon hin. Morgen. Oh, geht's immer noch bergab. Das ist ja cool. Jetzt kommt ein relativ ebener Abschnitt, glaube ich. Es macht Spaß. Es ist wie ein Traum, echt wie ein Traum. Inzwischen bin ich hier in der Talsohle angekommen, bin auf 629 Meter. Über Normalnull, muss ich dazu sagen. Nicht, dass ich das wieder verwechselt wie gestern. Ja. Ja, ich wollte noch ergänzen, der Campingplatz hat 14 Euro für mich gekostet. Das ist sehr in Ordnung. Und dadurch, dass der etwas ab vom Schuss ist, also ab vom Schuss bezüglich des Bodensee-Königssee-Radwegs, waren da auch keine Radreisenden zu sehen. War ich der Einzige. Ich wollte gerade entlang meines Tracks weiter hier in die Richtung. Und die beiden Radler meinten, unter der Autobahn kommt man da nicht durch, da gibt es eine Baustelle. Ich bin jetzt in Eschenlohe. Hab jetzt ein bisschen abgekürzt. Die beiden fahren die Umleitung, kleinen Umweg. Schöne Brücke hier. Und hier gibt es auch einen Biergarten. Weil es so schön ist, schaue ich mir die Brücke noch mal genauer an. Es geht aber diesseits des Biergartens hier weiter. Also einmal über die Brücke und zurück. Und es geht hier traumhaft an der Lesch entlang. Oh, schön. Ja, ich bin gerade noch durch ein Dorf durch, an der Dorfstraße entlang, auf dem Schutzstreifen. Und es ging dann plötzlich rechts ab. Da muss man ein bisschen aufpassen. Mein Navi hat mich gewarnt, aber wenn man gerade so im Flow ist, könnte man diesen Rechtsabbieger verpassen.
Aber sie haben noch so kleine Symbole aufgemalt, dass Radfahrer doch bitte rechts abbiegen können, sollen, dürfen. Jo, das ist ja hier ein bisschen ein Trauerspiel mit dem Wasser. Was nur? Ich meine, das macht doch keine Mühe, mal ein bisschen was auszuschildern. Ja, ich werde jetzt einfach an der Straße entlang fahren. Hier rechts hochzufahren, das führt ins Nirgendwo. Das brauche ich gar nicht erst versuchen. Ach, von der Seite ist ein Schild. Ach, hier sind Schilder. Naja, ein bisschen verdreht. Da war ich doch erstmal von der Absperrung etwas abgelenkt. Naja. Mit. Oh, ich dachte, er fährt los und will geradeaus. Hätte ich Vorfahrt gehabt. Ach, ich dachte, da steht ein Wohnmobil mitten auf dem Radweg. Und ich komme da mit 40 angebrettert. Es ist jetzt kurz vor eins und ich habe schon 50 Kilometer gemacht. Ja, trotz der Pause, ich glaube, eine Dreiviertelstunde habe ich da gesessen und Brötchen gegessen. Ich habe jetzt Großweil passiert, kleines Dörfchen, gab es auch ein paar Geschäfte und wollte nur anmerken, dass man sich alleine auf die Beschilderung nicht verlassen kann. Teilweise ist es auch im Dorf ausgeschrieben gewesen, aber ich bin ein kleines Stück hier auch an der Landstraße entlang. Da waren dann keine Schilder, auch dass man links wieder abbiegen muss, war nicht ausgeschildert. Könnte natürlich sein, dass ich nicht ganz korrekt geplant habe. Aber ich denke schon, ich bin die Route doch für Segment auch nochmal durchgegangen. Deswegen empfehle ich halt irgendwie ein Navi mitzunehmen oder eine Karte, falls ihr das auch mal machen wollt. Was ich sehr empfehlen würde. Oh, eine hässliche Betonbrücke. Kante. Ui. Das war eine Schautafel. Ich kann mir nicht alles durchlesen. 55 Kilometer, 13.07 Uhr. Ja, hier kann man ganz gut Strecke machen. Es ist flach, ich habe ein bisschen Gegenwind. Ich wundere mich, dass mir doch immer irgendwas einfällt, was ich quatschen kann. Auch wenn es noch so belanglos ist. Aber es ist ja nicht so einfach. Du fährst hier Rad und musst irgendwie was erzählen. Du kannst ja nicht nur die Landschaft zeigen oder irgendwelche Abfahrten. Ja, ich hoffe, dass mir weiterhin irgendwie Zeugs einfällt. Gleich komme ich nach Kochel, Kochel am See. Und habe jetzt nur noch 52% Akku auf dem großen. Der kleine ist noch voll. Wenn ich da zufällig eine Eisdiele sehe, die zufällig an der Ladestation steht, dann stecke ich mal ein. Oh, da hinten badet sogar jemand. Geil. Ich habe gerade Kochel gestriffen, aber der Radweg führte nicht direkt durchs Zentrum. Und ich sehe jetzt auch keinen Anlass, da reinzufahren, sonst halte ich mich wieder zu lange auf. Ich trinke noch was, wobei viel ist auch nicht mehr da. Dann fahre auch gleich wieder weiter. Alle. Ja, diesmal habe ich meine Küchensachen in der linken vorderen Tasche. Ich bin ganz schlau. Ich fahre ja von Westen nach Osten. Das heißt, die Sonne knallt mir mal rechts drauf. Ja, es ist links die Tasche mehr im Schatten. Wobei weiße Taschen, meinte Patrick, wäre wahrscheinlich hilfreicher als die schwarzen. Ja, hier gibt es ein Benediktinerkloster. Da fahre ich mal kurz hin.
Ja, das nutze ich mal, auch mal auf Toilette zu gehen hier, ein bisschen Wasser zu holen. So, jetzt muss ich meinen Akku wieder abholen. Ja, vielen Dank, liebes Café, für das Wasser, was ihr mir noch abgefüllt habt. Und das Laden, ich habe jetzt wieder. Jetzt kommt die Auto, war da lang. 82% Akku. Ich glaube, das waren schon 43 runter, auf 43 runter. Ja, ich habe jetzt Akku ohne Ende. Ich muss rechts. Und bei dem Kloster gibt es seit 3 Jahren eine Baustelle. Und die wird mindestens noch 2 Jahre dauern. Das betrifft den Südflügel. Da sind wohl die Fundamente abgesackt. Ja, das ist natürlich immer sehr ärgerlich und sehr umfangreich, solche Maßnahmen, und vor allem kostenspielig. Da unter der Ampel ist auch ein Schild. Bodensee, Königssee-Radweg. Bichel, bin ich doch schon mal durchgekommen. Rechts abbiegen. Aber das war ein Bichel mit E. Nach 100 Meter. Ja, ich habe jetzt 69,5 Kilometer hinter mir. Es ist kurz nach 3 und es sind noch 47 Kilometer bis zum Schliersee. Aber habe ich schon erzählt, da haben sie mir eine automatisierte E-Mail zurückgeschrieben. Ich soll mich ans Buchungssystem wenden. Und im Buchungssystem ist alles ausgebucht. Ja. Also habe ich noch keine Ahnung, wo ich bleibe. Aber ich bin dennoch guter Laune, weil ich denke, irgendwas werde ich finden. Und selbst wenn ich auf irgendeinem Parkplatz penne, das Wetter ist top. Ich habe wieder Akku. Das Einzige, was ich noch brauche, ist Wasser. Und dafür kann man ja sorgen. Herr Bengli, unter Steinbach. Wen es interessiert. Alle haben sie ihr Holz vor der Hütten. Nach 650 Metern rechts abbiegen. Ja, jetzt, wo der Gaspreis steigt, vielleicht keine so schlechte Idee. Und dann wieder mit dem CO2. Ach, das ist doch alles Kacke. Da ging es aber gerade kräftig bergauf. Aber auf dieser Tour heute keine nennenswerten große Steigung. Ja, die Gute fuhr auf dem kleinsten Ritzel bergauf. Ja, kein Wunder, dass die Werkstätten ausgebucht sind. Ja, meine Kassette hält bei 14.000 Kilometer immer noch. Schulterklopf, Schulterklopf. Ja, gerade eben habe ich ein Schild gesehen, Bodensee, Königssee-Radweg. Und er weicht von meiner geplanten Route ab. Ich bin aber mal dem Schild nachgefahren. Vielleicht soll ich einfach nur bei dieser Kirche vorbeifahren. Jetzt habe ich bestimmt wieder ein Schild vor Quatschen übersehen. Hier rechts gibt es einen Kräutererlebnispark. Interessiert mich jetzt weniger. Ja, der BKR meint es einfach gut mit mir und hat eine kleine Runde durch den Ortskern hier gedreht. War ja nicht uninteressant. Besser als an der Landstraße entlang zu fahren. Sommerrodeln. Eine organisierte Spaßanlage. Ja, ich roll so langsam in Bad Tölz.
Ich roll so langsam in Bad Tölz ein. Jetzt geht's hier weiter durch den Kurgarten. Wassertretanlage. Vitalzentrum. Ja, bin ich in Bad Tölz. Ja, Radfahrer dürfen hier geradeaus fahren oder links abbiegen. Aber ampelmäßig ist das gar nicht geregelt. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich schätze mal, wenn die Ampel nach links auf grün zeigt, fahre ich auch. Ja, es sind noch 34 Kilometer bis zum Stiersee. Ich denke, ich werde jetzt mal hinfahren und dann schaue ich mal, wie es weitergeht. Ich glaube nicht, dass sie mich da aufnehmen. Aber Versuch macht klug, ne? Ich mache noch mal kurz Pause, 10 Minuten. Und dann geht's weiter. Ja, 20 Minuten Bad Tölz müssen reichen. War eine schöne Fußgängerzone, aber es ist schade, dass die Städte so von Autoverkehr geprägt sind. Ja, ist doch Potenzial. Aus irgendeinem Grund habe ich bei der Planung etwas abgekürzt. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich irgendwas verpasst habe. Komme nicht in Versuchung, sondern erlöse mich mit einem Campingplatz. So, bin ich richtig? Ja, ich denke schon. So sieht die Radinfrastruktur hier in Bad Tölz aus. Mal Auto fahren und Stau stehen. Auch das ist Bad Tölz hier. Rechts abbiegen. Ja. Ja, wieder schön raus zu sein aus der Stadt. Ja, ist immer ein bisschen stressig in der Stadt Rad zu fahren. Ich denke mal insbesondere in Deutschland. Aber ich bin ja Stadtfahren gewohnt. Aber es nervt halt nur, wenn keine ordentlichen Radwege da sind. Aber ich muss sagen, die Autofahrer haben sich heute wirklich gut verhalten, haben mir auch Platz geboten, wo es teilweise gar nicht möglich war, dann irgendwie noch reinzukommen. Dankeschön. Ja, da war eine Metzgerei. Ratet mal, was ich mir jetzt hole. Wenn er offen hat, sieht aber so aus. Ach, war eine süße kleine Metzgerei, so wie man das von früher kennt. Aber sie hat keine Semmeln mehr und nur noch kalten Fleischkäse. Nee. Wenn ich nicht anfangen. Dann nach 30 Metern leicht links abbiegen. So. Die muss hier so langsam fahren, weil das, glaube ich, kein beschränkter Übergang ist. Ja, ich bin gerade durch den Wald, war ein bisschen holprig, konnte ich nicht so schnell fahren. Oh, jetzt habe ich 95 Kilometer drauf, so langsam habe ich das Gefühl, ich könnte das Zelt aufrollen. Ausrollen, nicht aufrollen. Jetzt versuche ich mal mein Glück in der Bäckerei. Vielleicht kriege ich ja da eine Fleischkäse, LKW, Leberkäsebäckle. Ja, na toll, hatten sie nicht mehr. Ja. Und es gibt noch mal ein paar Steigungen. Die letzten Kilometer, 20, glaube ich, waren es. Ja, aber schön ist es. Was ist für Autos in der Sackgasse hier? Und als Radler kommt man weiter.
So, ich war jetzt in Marienstein, jetzt geht's nach Steinberg. Und mal wieder ordentlich hoch. Aber ich glaube nur eine kurze Passage. Ich glaube, dann habe ich auch den höchsten Punkt erreicht für heute. Und ich bin nicht allein unterwegs. Ich verstehe das immer nicht. Ich habe die beiden gegrüßt, sie waren auch mit E-Bike und Gepäck unterwegs. Und ich meine, grüßt man doch zurück, oder? Wenn man direkt nebenher fährt. Ja. Guck nur blöd. Ja, der Ton war wahrscheinlich gerade weg. Da war der Sender alle. Erstaunlich lang durchgehalten. Ich wollte nur sagen, auf dem Golfplatz, was die wohl gesagt hätten, wenn ich da mein Zelt aufgeschlagen hätte. Ja. Ich sehe einen See, den Tegernsee. Den Tegernsee, den streife ich am nördlichen Ende. 20 Meter leicht rechts ab. Ja, auf der Straße ist Stau und ich soll auf diesem Radweg hier fahren. Normalerweise wird es ein bisschen eng. Da haben ein paar ältere Herrschaften schon Angst gekriegt und haben sich am Lattenzaun festgehalten. Sorry dafür. Aber da war noch genügend Platz. Aber hey, hallo. Wo ist denn hier der Radweg? So, ich muss irgendwie rechts runter. Also stressfrei ist anders. Ja, ich bin richtig. Ach, da war gerade an Hochfahren ohne Motor nicht zu denken. Zumindest mit viel Gepäck. Es war ein bisschen aggressiv gerade an der Stadt. Die Autofahrer wollten mich nicht reinlassen. Ich habe mich da irgendwie reingedrängelt. Ah ja, schnell raus. Das war jetzt Gmund. Gmund war's. Dann schauen wir doch lieber Kühe an hier. Nach 150. Oh, wo geht die Straße weiter? Ach, nach links. Dieser Trachtenpfeil hat ja gar nichts gemerkt. Hätte er noch so klingeln können. Heilige. Keine Ahnung, was da los ist. So, leicht links abbiegen. Hier ist zum Beispiel kein Schild. BKR. Boah, Fahrrinne.
So. Ja, hier ist doch ein Schild. Auf ca. 3 Kilometer Länge schwieriger Streckenabschnitt. Radfahrer mit Gepäck gegebenenfalls absteigen. Ui. Hier ist ordentlich hoch. Ich habe nur noch 16%, 15%. Akku 14%, 13%. Nee, so schnell geht's nicht. 15. Aber erfahrungsgemäß setzt auch gerne bei 12 aus. Oh, erster Gang. Komm, komm hoch. Oh. Ich fahre im EMTB-Modus. Das ist jetzt etwa 8,75 Kilometer vom Schliersee. Jo, es ging doch so schnell runter. Ich bin auf 12% jetzt. Innerhalb von 3 Minuten von 16 auf 12%. Jetzt geht es erstmal eben weiter. Nach 100 Metern rechts abbiegen, dann rechts halten. Oh, da geht es schon runter. Also ich meine da. Nach 100 Metern. Da brauche ich erstmal keinen Akku wechseln für die Bergabfahrt jetzt. Vielleicht komme ich ja noch hin. Viel Plätscherwasser ist da ja gar nicht mehr übrig. So. Oh, viel Wasser ist da gar nicht mehr im Fluss übrig. Oh, sieht das traurig aus. Oh Leute, da sind kein Ende. Oh, hey, bitte. Links nach 650 Metern links an. Oh, 6% Akku, 8% Akku. Der wird gleich aussetzen. So, mich kurz mit den beiden unterhalten und hier haben noch 7 Kilometer und 6% Akku und ich bin jetzt auf dem Gipfel. Ja, und jetzt geht es noch ein bisschen bergab und dann gibt es eine kleine Steigerung nochmal. Ja, ich bin mal gespannt, ob sie mich aufnehmen. Auch wenn es erstmal bergab geht, habe ich trotzdem den Akku nochmal gewechselt. Irgendwas juckt mich am Auge, am rechten. Könnt ihr mal jucken? Oh. Eine Fliege, glaube ich. Jo. Ich brauche beide Hände. Sorry, ich muss weglegen. Die schalte ich nur aus. Schnell greifen. So, Kapelle 320. Wieder zurück in der Zivilisation. Autos gibt es auch noch. Sind auch noch nicht ausgestorben. So, hab noch 4 Kilometer und bin gespannt. Drück mir die Daumen. Kapelle 232. Einer entgegen, weißt du, war ich nur, weil ich zu weit links war, gleich am Kopf schütteln. Mann, Leute, seid doch mal ein bisschen entspannter, echt. Ich auch. Ich kürze jetzt ein bisschen ab, jetzt unten lang. Warum soll ich da hochfahren, die Schleife drehen? Hat die da gerade in den Zaun gefasst die ganze Zeit? Nee, ich muss da hochfahren, es gibt da keinen anderen Weg hin. Normal denkt man ja, dass man am See entlang fahren kann irgendwo, aber das geht hier oben nicht. Deswegen muss ich hier einen Umweg fahren. Noch zum Campingplatz. Das ist die Stunde der Wahrheit. Im Straßenverlauf 150 Meter folgen. Camping Schliersee, so. Herzliche Terrasse geöffnet, Campingplatz ausgebucht. Ja, was willst du machen? Schön, dass immer im Hintergrund irgendein Diesel laufen muss. Na, was meint ihr, hat es geklappt oder nicht? Ich gehe auf jeden Fall erstmal hier weg. Das ist viel, oder?
Das hat tatsächlich noch geklappt. Ich war sogar noch angemeldet. Sie meinte zumindest vorgemerkt, obwohl ich nur eine Mail geschrieben hatte. Und da kam eine automatische Mail zurück. Ich solle im Buchungssystem buchen. Das habe ich auch gemacht, bis ich dann gesehen habe, auf dem Lageplan, dass alles ausgebucht war, sogar die Zeltwiese. Also habe ich es dann abgebrochen. Na, jedenfalls hat sie alles schon vorbereitet gehabt. Musste noch Geburtsdatum eintragen. Das war's. Ja, der Platz hat 18 Euro gekostet. Das finde ich schwer in Ordnung für die Lage hier direkt am See. Ja, das ist cool. Hier sind noch ein paar Plätze. Also es gibt zwei Stellen. Ich konnte mich da erstmal nicht entscheiden, wo du hin willst. Und habe mich jetzt hier hingepflanzt und trinke jetzt erstmal einen Spezi. Ja, ich war gerade nochmal bei Netto, 2 Kilometer wieder zurück. Das ist halt doch günstiger. Hier kostet irgendwie auch ein Bier 4 Euro und Essen halt auch 10, 12 Euro. Muss nicht sein. Ich habe mir jetzt irgendwie so ein Chili con Carne in der Dose gekauft. Das werde ich mir gleich machen. Ja, ansonsten war es ein anstrengender Tag, aber schön. Also zum Schluss kamen doch noch einige Steigungen. Aber der Vormittag, da konnte man es ja nur so rollen lassen. Es war geil. Also ich glaube, der Tag hat nochmal den Tag gestern getoppt. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt 126 auf der Uhr mit dem Supermarkt und bin auch jetzt etwas müde vom Film. Ich habe doch sehr viele Sequenzen aufgenommen und ich denke, der Film wird auch nicht ganz kurz werden. Naja, ich genieße den Abend noch und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss.